Hallo Jungs und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dizzy vs. Dinos. Und willkommen, Freezing hier, willkommen aus der letzten Höhle hier. Nach fast 150 Folgen sind wir tatsächlich angekommen in der schwersten Höhle von The Island, wo die Yetis stehen, Level 230, Female Yeti, also der wollt ihr nicht begegnen, da unten steht nochmal Level Yeti, Male Yeti, 265. Hier sind links drei Diabiers. Polar Bears sind das, Izzy. Oh also mein Polar Gott, Bears, und sie haben uns gesehen. Dann haben wir noch, das ist Izzy. Letzte Folge wurde Izzy schon getötet von so einem Polovia-Ding. Die sind auch krass. Wölfe ohne Ende, alle ultra high level. Also das, eigentlich das Wichtigste in dieser Höhle ist, nicht den Boden berühren. Der Boden ist der Lava. Der Boden ist Lava. In der Eishöhle. Wir müssen uns irgendwie jetzt so James Bond-mäßig, Leute, müssen uns immer hier so an der Decke entlang schießen. Weil wenn wir das hier geschafft haben, können wir den letzten Boss beschwören. Und wenn wir den geschafft haben, den Drachen, dann können wir den Boss machen. Und dann haben wir alles geschafft. Oh. Oh mein Gott! Was? Die sind hochgesprungen! Nicht nochmal sterben, Izzy! Nein! Schieß dich irgendwie an die Decke! Schieß dich an die Decke! Ich kann nichts machen, ich bin gestunt! Alles stirbt, ich bin sofort down! Hä? Mich hat doch gar keiner berührt! Ich war doch an der Decke! Ja, die können. Wieso klappt das? Vielleicht standen die auch so halb an der Decke und sind dann so wie so Katzen und sind dann so gesprungen oder so? Das kann ich mir vorstellen. Die waren doch unter mir. Wie geht das? Also, ihr habt gesehen, wie schnell das geht. Krass! Also, ist das erste Mal, dass du gestorben bist in dieser Höhle. Was ist denn du bist, das? Also ich muss sagen, du hast das GSG-9-Training einfach nicht bestanden, Izzy. Du bist einfach kein Navy SEAL, du bist, vielleicht bist du eher für einen Schreibtischjob zu gebrauchen. Ja, aber du weißt jetzt, was das für dich bedeutet, ne? Du musst die Area da unten clearen. Jo, als ob ich das jetzt alles clear, weißt du, wie viel da ist? Ja, was soll ich sagen? Okay, soll ich das gleiche machen, was du gemacht hast? Einfach da mal an die Decke schießen und gucken? Nee, weil das hat nicht geklappt. Du musst noch höher, die dürfen irgendwie noch nicht mal ansatzweise in deiner Reichweite sein. Ansonsten stunnen die dich nämlich, dann fällst du runter und kannst dich 6 Sekunden oder so nicht mehr bewegen und nichts machen. Also ich verstehe nicht, wie das bei dir passiert ist, weil ich bin jetzt wieder hier an der Decke. Und also ich weiß nicht, von wo die sozusagen auf dich rangekommen sind. Ja, ich auch nicht, also ich kann es mir wirklich gar nicht erklären. Also diese Pullover-Dinger, die können schon echt weit springen, glaube ich. Und dann haben sie sich irgendwie runtergeholt. Vielleicht hing wirklich einer hier so am Rand. Oder hingen die wirklich an der Wand schon dran oder so? Es sah für mich auf jeden Fall auch komisch aus. Aber das Ding ist, also ich brauche halt 1 Milliarde Schüsse, um die hier, ne? Weil die brauchen immer mehrere Schüsse. Und das war jetzt ein richtiger Loading. Und ich meine, bin ich der Bessere, nicht der Beste vom Treffen. Aber ich treffe die fast immer, aber die brauchen trotzdem so 5 Schüsse. Für einen. Das ist halt krank, ne? Ich kann halt nichts machen, wenn du das nicht clearst, weil ich komme ja nicht an meine Sachen dran. Ja. Na, versuch schon mal an die ungefähr hier ranzukommen, wo ich war. Echt? Okay, ja, wenn du nochmal stirbst, ja egal. Ne? Ja. Und das kostet mich natürlich jetzt einen Fallschirm auch wieder, ne? Ja, okay, verstehe. Ey, also ja, gut, du hast recht. An sich kann ich die ganze Zeit jetzt hier sein und einfach schießen. Kostet nur Munition. Ja. So, Yeti auch abgeschossen. Alter, scheiße, der Yeti ist sauer und die gehen jetzt alle hier so um die Ecke, als ob sie mich von hier irgendwo bekommen können. Da kommen sie. Oh mein Gott, die sehen sauer aus. Junge! Gott, ich hatte kurz Angst, dass sie es echt jetzt zu mir hinschaffen, Junge. Okay, aber also da, wo deine Leiche ist, jetzt geklärt. Echt? Okay, dann gehe ich jetzt raus. Also so halb geklärt, weil sie sind so runtergefallen. Einer ist jetzt gerade nochmal ein neuer Kampf von der Seite. Ich sag mal so ungefähr da, wo du bist, sind jetzt halt gerade keine. Aber das heißt nicht, dass nicht mal aus einer anderen Ecke jemand neu kommt. Die schreien jetzt hier auch noch so rum und so. Jetzt sind gerade wieder mehrere Wölfe nämlich da. Ich bin unterwegs jetzt, nackt. Ich hoffe, es ist nichts Neues gespawnt, ansonsten goodbye. Ja, die, also... Ich glaube, hier war der Pulli, der sich da eben festgebackt hat. Also gerade ist ziemlich ruhig hier, aber es sind noch welche halt unter mir. Ich glaube, die würden jetzt aber nicht dahin kommen, wo du gestorben bist. Ich bin jetzt wieder oben beim Drop. Dann bist du fast bei mir, dann kommen wir hier zur Klippe. Das Ding aber, ist, du kannst dich halt nicht rüberschießen, ist das Problem. Nee, kannst du mich rüberziehen?
Ich hänge ja selbst. Oh, guck mal, wie viele unter dir sind. Ja, die sind jetzt gerade neu gekommen. Was ist die Hölle los? Aber da, wo du gestorben bist, ist niemand mehr. Wie soll ich denn da hinkommen? Ja, deswegen. Also ich würde da hinkommen, aber du musst. Du müsstest halt eigentlich wieder bis zu mir dich rüberschießen und müsstest mir wieder eine Grappling Hook und eine. Nee, ja. Auch nicht. Du hast ja doch, nur doch einen Crossbow. Ja, aber genau, und ich warte einfach währenddessen, ne? Aber es ist dann halt sozusagen ein bisschen eine risky Operation, ja. Und hier ist immer noch ultra viel los. Wir hätten vielleicht eine zweite Grappling Hook als Backup mitnehmen müssen. Mhm. Ey, hier sind so viele Dinos. Alles Polar Bears und. Ja, Yetis, jetzt stehen sie auch wieder hier. Jetzt. Ist ja die Hölle los. Die laufen jetzt wieder hier hoch. Jetzt kommen die hier gleich wieder an und versuchen hier irgendwie hinzuspringen, ha? Komm, kommen sie her. Scheiße, das ist ja die Hölle los hier. Alter, da unten sind die alle. Hast du keinen Crossbow mit Schüssen? Aber das wird ja unendlich lange dauern, hab keinen. Ich bräuchte den zweiten Crossbow, um den benutzen zu können, weil ich hänge ja am Crossbow. Ach, du hängst ja dran, stimmt. Ja. Also sag mal, bald habe ich wirklich alle getötet. Und es hilft ja nichts. Auf jeden Fall noch mindestens zwei Wölfe. Beziehungsweise Pullover. Ja. Und hier vorne sind auch noch zwei Diabetes. Oh mein Gott, hier ist die Hölle los. Wie soll das gehen? Ich habe nur noch Hälfte Leben jetzt, weil mir so kalt ist, ne? Ja, ich weiß. Das Ding ist, ich weiß auch nicht, wie ich gerade zurückkommen soll, außer auf den Boden einmal zu gehen. Und wenn ich auf dem Boden bin, werde ich ja, also weißt du, weil ich kann ja mich nicht zurück irgendwo, ich komme sonst nicht zurück zu dir. Nur sehr risky, wenn ich mich jetzt abmache und direkt wieder zu dir schieße. Hätte ich ein bisschen Sorge, dass ich dann sterbe. Ja, aber wenn du jetzt auf den Boden gehen würdest, wird es eigentlich klappen, weil du kannst ja, wobei das sind noch, boah, das sind noch zwei Pullover und ein. Aber es ist nicht mehr viel, ne? Ich kann es auch gleich mich mal ein bisschen weiter runterlassen. Jetzt hättest du noch zwei Gegner, glaube ich, wenn du jetzt runtergehen würdest. Ja? Ich bin gleich tot, also ich habe noch ein Viertel Leben. Boah, dann schaffen wir es eh nicht. So, ein komm Drittel, schon. Ja. Na, direkt unter dir ist einer. Ja, den habe ich. Wo ist der letzte? Ist er nicht direkt unter dir? Der ist tot, direkt unter mir. Ach, dann ist er hinter den Kristallen, fast hinter dir. Egal, so. Du kommst einfach hoch. Ja. Du könntest mir jetzt schon mal ein Oberteil geben, genau. Oder so, damit ich sterbe, yes. Theoretisch, ne? Exakt, das ist der Plan. So, zieh das und das an und das. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass du auch meine Grappling Hook nimmst. Und jetzt brauche ich noch was zu essen. Ja, kriegst du auch. Und du nimmst bitte die Grappling Hook. Und du nimmst das, so. Okay, und jetzt nimmst du die Grappling Hook und schießt dich an die Decke und guckst, ob du da hinkommst und ob Gegner kommen, ja? Ja, nur ich habe halt überhaupt keine. Ich geb dir auch eine Waffe noch jetzt, mit, ne? Ja, ich geb dir auch eine Waffe mit. Oh, Scheiße, und wenn ich verkacke, dann ist alles weg, oder wie? Ich hab keine Schüsse. Ja, Schüsse kommen. Schüsse kommen, Kowskis. So, ich glaube, du schaffst das. Schieß dich ungefähr dahin, wo ich war erst. Ja, genau. Erstmal kacken. Perfekt. Sie hat schon mal eingeschissen hier. Wo hast du dich denn hingebracht? Ja, ungefähr da. Genau, ja. Schön hoch, genau. Da unten ist mein Death Point, ja. Ja. Ich sehe ihn. So, lass dich ab. Das schaffst du. Oh, da unten ist ein Wolf. Ja, den kannst du jetzt noch töten. Wie viel hältst du aus? Das ist ein Alpha oder was? Junge, die sind einfach krank. Noch einer? Stopp. Das ist noch einer. Ja, aber es ist ja nicht mehr viel. Der wird jetzt, der läuft jetzt so hoch, macht so einen kleinen Rundlauf und kommt dann da rechts hinter dir. Siehst du jetzt da wieder unten, ja. Boah, du machst auch immer kaum Schaden an dem, ne? 93 nur pro Pelle. Jetzt ist er so weit unter mir, dass ich gar nicht drankomme. Ja, dann lass ich ein bisschen runter. Er kommt ein bisschen hoch. Er macht jetzt wieder den Rundlauf. Er macht gleich wieder den Rundlauf. Sehr gut, du hast den. So, jetzt schnell runterlassen. Rapunzel, lass dein Haar hinunter. Ich würde eigentlich, glaube ich, lieber fliegen und dann nochmal rüberschießen, oder? Boah, aber wenn du nicht, dass du es nicht schaffst beim Runterfallen und dann Schaden bekommst. Ab! Okay, du hast Schaden bekommen. Das sah nach Schaden aus. Nein, ich hab Schaden bekommen. Das war so rup, rup, rup. Naja, in meiner Welt ist das Schaden, aber wenn du keinen bekommen hast, umso besser. So, Izzy, hol dir deine Sachen. Oh, wie ich hier lang titsche. Aua, jetzt habe ich Schaden gekriegt. Okay. Im Polar Bier ist das, oder wie? Ja, hier, ich komme nicht dran. Ich höre aber auch Schritte. Du musst. Schritte. Ja, Voldemort kommt gerade, Izzy. Du musst ihn kaputt machen. Okay. Alles anziehen. Und sofort versucht dann zu mir direkt zu schießen. Ging nicht. Oh, aber knapp. Ja, das. Reicht das? Ja, versuch's. Vielleicht kannst du laufen von da. Auf jeden Fall hast du deine Sachen. Das ist schon mal stark. Oh, sieht gut aus, oder? Ja, ich glaube, du kannst jetzt springen. Ja. Ah, nice! Oh! Boy!
Nice! Starke Nummer ist hier. War gut, das war gut. Das war, ja, James Bond Rescue Mission hier. GG auf jeden Fall. Nice. Aber geil. Ja, hast du wirklich geil gemacht. Das war schon stark. So, Schüsse brauche ich noch wieder die Hälfte zurück und die Hälfte der Grappling Hooks. Ich habe irgendwie kein Oberteil mehr. Das ist nämlich kaputt gegangen bei der Aktion. Das ist ein bisschen kacke. Ja, ich habe leider auch kein zweites mit. Ich habe die meine anderen Sachen hier gegeben. Ist nicht so schlimm. Also mir ist auf jeden Fall nicht kalt, aber ich habe halt das halt nicht mehr als Schutz. Ja, ansonsten ist alles easy soweit, ne? Ja. Ja, easy. Ja, aber ist das denn der richtige Weg, ist die Frage. Ich meine, die Brute Brother habe ich auch oberkörperfrei gemacht. Sollen wir wieder dahin? Weil die Ecke war eigentlich jetzt ganz gut, oder? Sie war jetzt ja auf jeden Fall erstmal safe, deswegen würde ich ja schon sagen, dass wir hin können, ne? Okay. Wow. Aber ich glaube, man hätte auch hier außen theoretisch dran laufen können. Ja, ja, man hätte auch außen rumlaufen können, aber... Oh mein Gott, ich dachte ja, die sind überall Gegner, aber es sind ja tote Gegner. Da okay, da sind die nächsten. Ja, die nächsten Gegner siehst du schon wieder, ne? Ist die Frage, sollen wir die sozusagen um die herum gehen? Ja, oder? Ja, wir müssen versuchen. Auf jeden Fall versuchen. Ich glaube, das ist die Challenge. Ja, du hast mir keine Schüsse gegeben. Du hast mir keine Schüsse gegeben übrigens, die brauche ich dringend. Okay, kommst du zu mir? Ja. Weil hier hat man noch eine bessere Sicht, glaube ich, auf den vollen Gang. Ich hoffe, das ist jetzt gar nichts mehr. Ja, nee, kannst du hier runter? Hey, kannst du dich nicht hier hochschießen? Kann ich will nur nicht verschwenden, aber okay. Wir haben ja recht viel. So, okay. Hälfte Schüsse. Ja. Danke. Du hast auch noch, ne? Mhm. Top. Guck mal, jetzt da hinten, wo der steht, der Yeti. Mhm. Da müssen wir uns wieder irgendwo an die Decke schießen, ne? Und dann darf mich nicht wieder einer so ausnocken. Ich check's nicht, wie das passiert ist. Vielleicht hing die so an der Wand. Hin. Ah, das ist nicht hoch genug. Das ist nicht hoch. Was? Wo war der? Mein Gott. Weiß ich nicht, schießen ab, schießen ab! Ich bin ausgenockt, ich bin ausgenockt. Ja, ich werde auch ausgenockt. Okay, er ist tot. Oh mein Gott, ich weiß auch nicht. Also ich habe gesehen, dass es nicht hoch genug war, aber... Oh mein Gott. Die sind irgendwo in der Decke drin, ne? Wahrscheinlich so wie Megalania, die wir immer gesucht haben, ja. Die sind irgendwo in der Decke drin. Ich habe mich ja noch nicht mal weit geschossen. Ich wollte mich noch viel weiter schießen. Boah. Krass. Also immer der vorgeht... Hat ein Problem. Hat halt die Gefahr, genau, dass er halt ausgenockt wird. Aber ich sehe jetzt auch niemanden, der hier... Das heißt, nicht mal die Decke ist nicht mal safe. Schau mal, wenn ich jetzt mich da so hinschieße, ja? Ich versuch's jetzt mal. Ich sehe jetzt keinen, der kommt. Kuckuck. Ja, ich glaube aber... Oh! Ah! Was? Wo? Ich hab jetzt gesehen, der kam aus dem Boden! Scheiße! Wie aus dem Boden? Ich bin ausgenockt wieder, ich werde hier sterben. Töte die! Aber... Ich werde sterben. Junge, der hat 1 Milliarde Schüsse. Er hat schon 6 Schüsse, alle getroffen, der hat ausgehalten. Oh mein Gott. Ja, ich werde sterben. Oh mein Gott. Du hast geschafft. Schieß hier an die Decke. Warte, wo ist mein Medical Brew? Ich hab kein Medical Brew mit, ich glaube es nicht. Aber du hast doch Essen. Ja, aber das ist nicht im Vergleich zu Medical Brew. Fuck, warum haben wir das zu Hause gelassen? Wie aber wieso stirbst du wegen Kälte oder kriegst du gerade durchgehend Schaden noch von... Nee, weil die mich durchgehend... Nee, jetzt gerade sterbe ich nicht mehr, jetzt nur weil die mich gehittet haben die ganze Zeit. Kannst du ja an die Decke. Ich könnte auch einfach hier unten chillen. Ja, aber ich würde sagen, du hast es jetzt gesehen, wo kam der her? Aus dem Boden. Der kam aus wie dem Boden. Aus dem Boden? Ich schwöre! Der war auf einmal ich war doch an der Decke. Völlig losgelöst von der Erde und ist hochgeflogen wie ein Raumschiff. Völlig schwerelos. Hä? Ich schwöre, der kam aus dem Boden. Pfiuh. Hoch an die Decke. Da bringt es ja gar nichts, an die Decke zu gehen. Ich weiß auch, also es war weird, aber... Oder gibt es einen extra Trank oder irgendwie sowas, was das dafür sorgt, dass man nicht gestunt wird von denen? Keine Ahnung. Aber es bringt schon was, an die Decke zu gehen. Das heißt, weil wenn die, ja sozusagen, du musst halt irgendwie an die Decke schießen, dass sie dich nicht bekommen oder zumindest einer, ja, mit dir den Rest töten können. Weil die holen dich ja runter. Also ja gut, dass dann einer an der Decke hängt und der kann dann was machen. Ja, kannst du jetzt mal vorgehen? Alter, ich bin jedes Mal das Opfer hier. Obwohl du jetzt gerade ja auch vorgegangen bist. Ich wollte nicht, dass du vorgehst. Ja, genau, ich bin kleines Wissen. Aber der kam wirklich von hier links irgendwo aus dem Boden. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man das hätte vermeiden können. Ich gehe jetzt ganz langsam vorwärts. Krank. Ja, ganz vorsichtig, Leute. Da vorne ist wieder eine riesige Gruppe links, ne? Ja, ja, ich hoffe, dass sie mich noch nicht sehen gerade. Ich beobachte, ob hier irgendjemand ist. Komm, du, genau. Ey, du musst geduckt sein, geduckt! Ist das ehrlich jetzt oder ist das ein Joke? Ist ein Joke. Da hinten ist ein gelber Drop. Ja, stimmt. Goldener. Mein Gott, was ist das für eine Höhle? Die Höhle ist komplett krankomatiker.
ehrlich. Die Höhle macht Spaß, aber irgendwie. Also das ist so. Ja, toll ist das, ganz toll. Jedes Mal trifft's mich hier. Ja, gleich kommt wieder irgendwas aus dem Boden. So ein Pisser. Vielleicht kommt es nur aus dem Boden. Ey, guck mal, du kannst echt bis zum Golden Drop durchlaufen wahrscheinlich, ne? Sieht fast so aus, oder? Da vorne sind wir die Wölfe. Aber wenn man ganz hier geduckt, einfach nur außen rum. Geduckt! Es ist Stealth, wenn die gleich kommen, ist Feierabend wieder. Vielleicht muss man auf dem Boden liegen, vielleicht sogar. Nein, das ist zu langsam. Hast du auch eher die Grappling Hook in der Hand, ne? Anstatt ja, ja, genau. Ich hatte die Grappling Hook, um mich im Zweifel direkt an die Decke zu schießen. Ja, weil du die Situation nicht kennst, dass irgendein scheiß Pullover ankommt und dich einfach runterzieht. Ein Pullover. Ja. Scheiß Pullover. Oh, schaffen wir mal es ganz eng. Also, ich hab's geschafft, dass sie nicht aggressiv bis jetzt geworden sind. Ich will's nur sagen. Nicht, dass du sie jetzt aggro machst. Ganz vorsichtig, Herr Double Z. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Boah, bitte, das muss sich lohnen. Als ob es hier noch weiter tiefer geht. Oh mein Gott. Es geht noch tiefer. Oh mein Gott, eine krasse Flak Chespis mit 913 Armor. Nicht schlecht und immerhin 1300 Durability. 1300, nicht schlecht. Was für ein Ding? Chest? Ich habe keine Chest. Naja, check. Nimm's dir. Die ist richtig gut. Geil. Guck mal, ich laufe jetzt weiter hier mit einer 861 Durability und Armor 233. Izzy, du wirst die ganze Zeit angegriffen. Zieh das an. Ich brauche auf jeden Fall Armor. Du brauchst das. Sieh sie an, das ist ein krankes Ding auf jeden Fall. Boah, das ist aber wirklich geil. 1300 Durability ist richtig stark. Und das andere war eine Journeyman. Richtig stark. Die ich hatte, meine Ghillie oder so, war auf 580 oder so. Ja. Die ist wirklich nice. Was ist das hier? Hier sehe ich auf jeden Fall jetzt gerade wieder keine. Ja gut, sie geht vor und direkt kommt wieder gleich der Pullover. Bis jetzt kein Pullover, stark. Ich sehe gar keinen. Um ich sehe auch keinen Pullover. Ich sehe da hinten auf jeden Fall ein Diabier, aber ich sehe kein Pullover bis jetzt. Dire Wolf auch. Oder Polar Bier ist es, glaube ich, eher. Oh, das ist risky. Das ist risky, Herr Double Z. Oh mein Gott. Ja, es sind sauer geworden, aber ist nichts passiert. Da hinten sind auch noch Dire Beers. Aber Pullover sehe ich gerade keine. Ah, ist schön, auch mal, wenn noch mal einer One-Shot ist. Das sind wieder Yetis. Ich laufe hier weiter, Leute. Direkt. Oh, na, ich dachte kurz, das ist Artefakt. Aber so weit, glaube ich, ist es gleich vielleicht gar nicht mehr. Okay, ich sehe Yetis. Das hat gerade bei mir in der Tür geklingelt. Kann ich mal kurz gehen? Ja, aber schnell, Herr Double Z, please. Okay. Soll ich runterkommen hier eigentlich? Oh mein Gott, ich habe mich runtergeschossen. Oh nee, Pullover. Okay, Imre. Nein, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Scheiße, ich bin schieß zu auf die, du bist voll weit weg. Ja, ich bin viel zu weit weg, um dir hier zu helfen. Also ich schieße ja auf dir, aber es ist ja, ist jetzt. Ja, scheiße. Also irgendwie weiß ich nicht. Klar, ich bin jetzt derjenige, der mal getroffen wird, aber sind wir mal ehrlich, ich bin auch der halt immer vorgeläuft. Ich weiß irgendwie nicht, wie man es anders machen soll. Weil die haben ja irgendwie eine mega Range. Also du warst schon sehr weit vorne. Du meinst also, du, dass du gar nicht mehr schießen konntest, ne? Ja, genau. Ja, das ist, weil ich mich aus Versehen runtergefallen, weil ich leider die falsche Taste gedrückt habe. Das war wirklich dumm. Und dann habe ich mich nicht an den besten Ort geschossen, leider. Ja. Die Pullover können auch nur sozusagen, wenn sie spawnen, oder wenn sie sozusagen zum ersten Mal, so ähnlich wie die Katzen halt, dann können sie so hochspringen. Also jetzt sind sie gar keine Gefahr, die springen nicht hoch. Oder sie könnte immer noch zu dir springen, sie weiß nicht, weil er hat noch nie ein Pullover-Problem. Ich bin auch Mallorca, ich hab T-Shirt an, ne? Also Fallschirme heißt auf Parachute. Englisch. Parachute. Und kann man mit Hide, Fiber und Dash machen. Hide, Fiber und Dash haben wir alles. Hide, Dash und Fiber haben wir alles im Inventar. Das heißt, ich kann Parachutes noch mehr machen, weil wir haben keine mehr. Okay. Aber ich kann ganz viele machen. Okay, das ist ganz gut. Dann habe ich wenigstens die Möglichkeit, wiederzukommen. Und eigentlich war der Weg jetzt ja relativ... Nee, war er nicht, weil... Ah, doch, wenn du außen rumläufst, brauchst du auch keine Grappling Hook vielleicht sogar. Ja, vielleicht schaffst du es jetzt sogar, den Weg ohne Grappling Hook. Also ich kann auch mal alles zurück, natürlich auch. Ich schau mal, Leute, ob vielleicht das Artefakt aber direkt auch hier irgendwo schon ist. Alter, wo kommt der Pullover her?
Der macht hier wieder so einen Rundlauf. Ich versuche schon mal ansonsten zu dir zu laufen. Ja, würde ich auch sagen, versuch's einfach mal. Weil, wie gesagt, wir können jetzt tatsächlich noch ein paar Fallschirme machen. Das ist das Einzige, was mich daran hindert. Junge. Die halten so viel aus. Also unsere Shotgun dachte ich immer, ist overpowered. Nee, so für diese Höhle ist sie nicht overpowered. Ist sie bei der Höhle wirklich nicht, ne? Die heißt nicht umsonst auch so strong. Also wirklich. Jetzt merkt man, ist es, warum es die schwerste Höhle in Ark ist. Die schwerste normale, ne? Es gibt ja auch die Tech Cave für den Overseer, glaube ich, für den Endboss. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist auch wie eine Art Höhle am Anfang. Bevor man sozusagen gegen den Endboss dann kämpft. Aber das ist die härteste normale Höhle. Und ja, die ist krank. So, ich habe, glaube ich, alle Pullover getötet. Wenn auch eine kommt, ja, schreibt, genau. Neu gespawnt. Okay, scheiße. Alles direkt neu gespawnt da drum. Keine Ahnung. Ich bin da gewesen. Auf einmal, bling, waren sie da. So aus dem Boden. Flupp, waren sie wieder da. So wie das bei dieser Höhle die ganze Zeit ist. Auf einmal, flupp, ist irgendwas. Ich sehe ich sehe noch einen gelben Drop, glaube ich. Entweder ist es Artefakt oder ist ein gelber Drop da. Aber es sieht aus wie Muss der das hier alleine machen jetzt. Aber der geht ja nicht. Ich muss ja irgendwie meine Sachen auch. Wir brauchen auf jeden Fall deine Sachen. Ich sehe deine Sachen auch. Das hier dürfte nicht Sachen stimmt, sein. Du könntest meine Sachen ja holen. Ja. Ich aber muss ja die gar nicht holen, du kannst sie auch aber holen. Du kannst trotzdem versuchen, einmal durchzurushen, oder? Ja, aber ist ja viel zu schwierig. Also, die sind super schnell. Also, ich hänge auf jeden Fall hier. Das ist so viel, was man hier machen muss. Also, so viele Dinos, die man einfach nur töten muss, die ganze Zeit, Junge, die einfach eine Milliarde Leben haben. Hast du denn noch genug Schüsse? Weiß ich nicht, 160 noch, ne? Also, ich habe schon noch viele Schüsse. Das ist schon viel. Ich könnte mir, es kommt darauf an, wie lange die Höhle halt noch ist, ne? Ich weiß nicht, ob jetzt hier fast vorbei ist praktisch. Ob direkt hier im Nerkerex Artefakt liegt. Oder es wieder so ein Ding ist, dass man einfach ganz am Anfang hätte man einen kurzen eine Abkürzung gehen müssen und da wäre was gewesen. So blöd, dass keine Granaten oder so. Weißt du, hier sind so viele Dinos auf einmal. Ich würde jetzt gerne einmal so eine Granate da reinwerfen und bam, kurzer Prozess. Ja, Rocket Launcher auch. Ja. Boah, das wäre jetzt schon so. So hängend, am Seil hängend, einfach ein bisschen Rocket Launcher, wäre schon stark. Das ist schon episch. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg rein, aber ich sag dir, die Chancen sind sehr, sehr gering, dass ich hier irgendwo ankomme. Weil links lang kann ich ja auch gar nicht, weil wenn ich da runterspringe, bin ich ja tot. Das heißt, ich muss irgendwie versuchen, rechts lang zu laufen. Ja, und du kannst ja, weiß ich, das eine Grappling Hook machen, ne? Smithy macht einen Grappling Hook, das kostet zu viel, das haben wir nicht. Wir können halt von Pullover auf dem Boden. Ah, nee, ist ein Polar Bier. Oder meinst du mit Pullover Polar Bier? Ach krass, die kommen auch aus dem Boden. Echt? Die spawnen im Boden auch? Der kam wie ein Maulwurf aus dem Boden rausgeschossen. Es war alles komplett clear. Ich dachte so, okay, geil, hier ist clear. Na, von wegen. Wumm, kam man wieder aus dem Boden raus. Okay. Deswegen, ich habe gar keine Chance. Wo soll ich hin? Ich kann doch nicht mal mehr spawnen, weil ich jetzt wieder 20 Sekunden warten muss, bis ich überhaupt im Bett wieder spawnen kann. Also du kannst nur meine Sachen holen. Also du musst wirklich meine Sachen holen. Okay. Da kommen wir nicht drumherum. Das heißt, ich muss die Höhle hier ausklären, ne? Zumindest da an der Stelle, wo meine Sachen sind. Ja. Du könntest halt nach zu Hause spawnen, Izzy. Mach das mal. Spawn zu Hause. Hol dir ein paar Grappling Hooks. Ja, Mücke brauchst du nicht mal. Einfach ein normaler Petri. Aber hol dir einfach eine leichte Rüstung für die Schneebiome. Ist irgendeine schlechte Rüstung für Schneebiome. Und hol dir eine Grappling Hooks und Armbrust. Dann werde ich die ganze Zeit wieder pullovert. Durchgehend. Das schaffst du, Izzy. Dann gehst du so schön vorsichtig. Ich habe es jetzt noch nicht einmal geschafft. Also, ich wurde noch nicht einmal pullovert. Ja, dann mach es nicht. Geh nicht weiter. Aber ich glaube, es ist schon besser, als wenn du es gar nicht versuchst. Also hast du sozusagen ganz nichts zu machen. Das Wichtigste ist trotzdem, dass du meine Sachen holst. Das ist das Allerwichtigste. Ja, aber ich muss ja auch noch wieder rauskommen. Und ich kann gerade sozusagen, ich kann deine Sachen erst holen, wenn ich alles hier getötet habe. Und ich bin immer noch dabei. Ich bin durchgehend am Yeti töten. Weil ein Yeti ungefähr 7-8 Schüsse braucht. Und dann sind auch Polovias da, dann wieder Wölfe. Ich habe noch 106 Schüsse. Also ich, für diese Menge hier reicht es noch aus. Aber ich muss mal gucken, ob ich noch weiterkomme. Wäre auf jeden Fall sehr hilfreich. Gut, du hast noch ein paar Schüsse, die kann ich nehmen. Aber wenn du wieder herkommst, wäre schon praktisch. Ja, ich versuche. Ich würde zumindest versuchen, wir verlieren ja nichts. 20 Grappling Hooks kann ich auf jeden Fall direkt machen. Ja, das reicht ja. Und eine komplette Schneeausrüstung habe ich halt auch. Und mit dem mit Petra, die da rumsteht, die kannst dann landen auf der Mücke, bist ja auch echt schnell da. Ich glaube, mit der Mücke würde ich lieber fliegen, als jetzt mit dem Petri. Die Mücke ist aber nicht da, die Mücke ist ja...
Die Mücke ist ja... Die Mücke ist nicht da. Die Mücke steht... Ah, nee, stimmt, sorry. Natürlich, dann nimm die Mücke. Da. Ich dachte irgendwie, dass wir mit der Mücke da sind. Stimmt. Na ja, dann klar, nimm die Mücke halt. Wobei es echt eigentlich entspannter wäre mit dem Petra, weil... Ich muss kurz was zu essen. Ich würde sonst echt die Petra nehmen, weil die kannst du landen auf dem Quetz easy. Die Mücke ist ein bisschen stressiger. Quatsch. Du kannst ohne Probleme auf dem Quetz landen. Das ist ja eine riesen Fläche. Futter brauche ich noch kurz. Brauche ich ja so wenig zu essen, ne? Bist du jetzt wirklich die ganze Zeit am Schießen? Ja, durchgehend. Es ist kein Witz. Ja, es ist wirklich, also, wir haben echt schön viel Metall gefarmt, Leute, nur um es jetzt in den Pullovern zu verschwinden. Und ich krieg, Izzy, ich feier bald Geburtstag, weil ich so viel töte. Unten rechts, Leute, seht ihr mein Level, also, bald ist echt wieder Geburtstag. Kann ich nicht irgendeine Suppe essen, damit die mich nicht die ganze Zeit stunnen? Ich glaub nicht. Speed ist das hier, was ist das alles? Weil das Stun ist ja nicht irgendwie Torpor oder so, wo man Stimberries oder so nehmen könnte, sondern es ist ja, dass sie dich so richtig festhalten. Und ich bin auch echt stolz, wie die halten mich nicht fest. Die machen irgendwas, damit ich mich nicht mehr bewegen kann. Da habe ich unten dieses Augensymbol. Die machen Auge. Die machen einfach Auge, ja, aber es ist sozusagen, weißt du, wie das auch im Wasser und so. Da gibt es ja keinen easy Effekt oder so nebendran, den man einfach stattdessen machen könnte. Ja, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Junge, wie viel die aushalten, ist nicht normal! Noch, ich habe jetzt noch 50 Schüsse. Das wäre krank. Und die meiste Zeit treffe ich sogar. So, ich habe noch 3 Wölfe auf jeden Fall, die ich töten muss. Ansonsten ist das meiste tatsächlich... Na, 2 Pullovia. Pullover heißt das, Leute. Wehe, schreibt ihr falsch in den Kommentaren. Es heißt Pullover. Also auch wenn ihr Tipps für Pullover habt, schreibt es in die Kommentare. Es gab noch nie eine Arc-Folge, wo wir so viel geschossen haben. Ich schwöre, ich schieße in dieser einen Folge. Sie schieße ich mehr als in allen Arc-Staffeln vorher zusammen an Schusswaffen. Wirklich. Ja, safe. Das ist echt krank, Mann. Wie viel wir mit der Anke gefarmt haben für diese Schüsse. Wirklich, danke, Onke. Onke hat es möglich gemacht. Ja. Wir haben sogar, glaube ich, noch einiges an neuen Metall in der... Oh mein Gott. Oh mein Gott! Der Pullover hat es gerade geschafft, sich wieder neu hochzubacken und wieder so zu fliegen. Der ist irgendwie ins Wasser und dann konnte er so einen Riesensprung machen kurz. Das war irgendwie komisch. Ich habe Angst, dass er es nochmal gleich schafft. Und erst Gott sei Dank. Pullover sind unberechenbar, ich sag's dir, wie es ist. Der Pullover war krank. Jetzt habe ich noch einen Wolf, glaube ich. 2. Oh, und noch ein Pullover. 2 Wölfe, 1 Pullover. Ich habe noch 27 Schüsse. Also, es wird eng. 27 ist ja nichts. Ihr habt 200 Schüsse jetzt gleich verbraten. Aber gut, ne? Du kommst ja noch an meine Sachen dran. Ja, wenn ich alles getötet habe, ja. So, noch ein Wolf tot. Noch ein Wolf tot. Headshot-Multiplikator, das war wichtig jetzt, weil ich habe nicht mehr viel. Jetzt nur noch ein Pullover, glaube ich. Pullover ist auch tot. Die Kampfmusik hat aufgehört, Izzy. Okay. Ich glaube tatsächlich... Nee, irgendwas lebt hier noch. Ja, ja, noch ein Wolf sehe ich. Wolf auch tot. Ich hab Geburtstag! Ich hab Geburtstag! Was mache ich denn hier, Leute? Ich bin jetzt wieder da, übrigens. Als ob du es zu mir geschafft hast. Nein, ich bin jetzt beim Quetz. Ah, okay. Immerhin. So, Oh, no, es kam wieder irgendwas Neues gerade. Aber der ist auch schon fast tot. Unser Licht leuchtet wieder, immerhin. immer das Positive sehen. So, der Yeti ist dann. Das ist auch so buggy, ist, ne? Dass man immer so hoch, runter, aber nicht so, okay, verstehe ich, ist elastisch, aber es ist immer so buggy, wie man hoch und runter kommt. Naja. So. Okay. Boah, fuck, was mache ich denn jetzt? Ich bin jetzt, ich glaube, ich kann deine Sachen holen. Die lagen halt ziemlich weit. Ich bin jetzt wieder vor der Tür, ich gehe jetzt wieder gerade in die Höhle rein. Okay.
Also guck mal, wie weit du kommst. Ja, überhaupt nicht weit, wegen Pullovern halt. Das ist halt so. Wo sind Issys Sachen nochmal gewesen? Oh nein, Leute, die spawnen nicht. Wir haben eine lange, lange Zeit für die eingestellt. Polarbier wieder unter mir. Ja. Schön, ich kann jetzt noch nicht mal auf den schießen. Ja, stimmt. Das oh mein Gott, unter mir sind 6 oder so. Okay, ich habe deine Sachen oh zumindest. Mein Gott, unter mir sind alle. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich an der Situation ändern soll. Ich hänge jetzt hier halt in der Luft. Ja, ich kann sonst gleich zu dir zurückkommen. Ich gucke jetzt einmal... Wo sind die Schüsse von dir? Ah, hier. Ich nehme mal fast alle. Wenn ich einmal runterfalle, dann stun die mich ja wieder. Dann kann ich ja nichts mehr machen. Ja, bleib mal kurz hängen. Du bist ja gerade dann safe, sozusagen halbwegs safe durchs Hängen. Ich hol jetzt einmal den Drop. Ich bin hängen geblieben. Ah, Pullover. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ja, noch nicht, aber jeden Moment. Die beißen mich ja die ganze Zeit weiter. Ja, keine Ahnung, wo die herkommen. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ja, es war's für mich. Auf dem Boden wieder irgendwo. Ah, es war's doch noch nicht für mich. Mach! Okay, ich hab's überlebt. Okay, ich krass. Weiß nicht, warum ich's überlebt habe, aber ich hab's überlebt. Hä? Die ja, kam nicht aus dem Nichts! Ich war die ganze Zeit, hab ich da gekämpft. Exakt da und auf einmal kommen sozusagen neue aus dem Boden. Ja, die kommen aus irgendwo einfach. Völlig unberechenbar. Ihr Scheißteile! Geht weg! Das war krank. Krank war da auch das. Warum habe ich das denn jetzt überlebt, aber? Du hast diesen Effekt nicht gehabt, oder? Doch, ich war gestunt im Boden praktisch. Und die haben die ganze Zeit 2 Stück weiter auf mich eingeschlagen. Und dann war irgendwie ganz kurz der Effekt weg. Und dann habe ich mich sofort an die Decke geschossen. Ja, ja, das habe ich so schnell immer nicht geschafft. Aber ja, das aber ist dann das Beste, was man machen das, kann. Genau, ist das wohl so das, was man machen muss. Direkt immer an die Decke schießen. Also ich weiß nicht, wo, in was für einer Situation du genau gerade bist, Izzy, und wie tief du über dem Boden bist. Weil ansonsten kannst du halt mit X... lösen ja, und sofort nee, weiterschießen, ne? Werd ich gestunt. Okay. Also das ist also, keine Option. Ich kann es natürlich probieren, aber dann kann ich nichts mehr machen. Danach. Ja. Also wenn das nicht klappt, kann ich dann nichts mehr machen. Ich bin direkt am Eingang, da wo die ersten Gegner auf uns zukommen. Ja. Da bin ich in der offenen Höhle an der Decke und hier sind halt alle wieder gespawnt. Und die hängen jetzt halt alle unter mir. So, wir sind jetzt wieder hier, wo wir gerade eben waren, wo gerade die Pullovias hier irgendwie einfach aus dem Boden kamen sie raus, Leute. Ich kann es probieren, aber ja gut, es wird halt nicht lange halten, ne? So, wir haben Charlie Kiterum Sattel. Oh Mann, und zweimal Focal Chili. Macht Focal Chili wenigstens warm oder irgendwas? Also die Drops jetzt, also es ist ein guter Sattel, aber ist auch ein fertiger leider, also nur für einen dann. Der Charlie Sattel. Aber wir brauchen halt einen Charlie eigentlich nicht. Megatherium, das wäre jetzt krank gewesen. Charlie ist halt sozusagen fast ein Megatherium, aber er ist keiner leider. Und es ist auch kein Blueprint. Wir hatten auch, glaube ich, schon einen guten Charlie-Sattel, ne? Das kann auch sein. Increased Movement Speed ist Focal Chili, also wenn ich schnell laufen muss. Vielleicht brauche ich es. Ich esse mal einen. Yum, 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 yum. Kann ich nämlich schneller laufen. Und vielleicht auch weiter springen, wenn wieder irgendeine Scheiße kommt hier. Was mache ich jetzt? Soll ich jetzt hier hängen bleiben oder soll ich es probieren? Ich gehe gerade kurz weiter, um zu gucken, ob irgendwo direkt das Artefakt wäre potenziell, weißt du? Ja, okay. Das wäre so mein... Das würde ja reichen, theoretisch. Ich muss ja nicht mit. Mir reicht so mit der Strong-Höhle. Bin auch manchmal nicht so strong. Ich habe deine Sachen jetzt auch noch nicht genommen. Oder ich komme zu dir und helfe dir, alles zu töten, aber... Ja, das wird wieder ultra viel. Also meine Sachen hast du aber, ne? Nee, nicht alle. Soll ich die alle holen? Ich könnte sie jetzt holen. Ja, ja, klar. Hol alle Sachen. Okay, gut. Naja, ich dachte vielleicht sozusagen, weißt du, es ist einfach, weil es entspannter ist, wenn du sie immer nimmst. Nee, aber, nee, du auf jeden Fall alle Sachen. Warte, mach ich das. Hol mal einmal schnell Doppel-Z-Sachen. Jupp. Alles am Start. Bin auch nicht zu schwer. Schön. Ah. Focal Chili, Leute. Ja, wir laufen schön schnell. Ist die Frage, wo wir hingehen. Oh, ich sehe noch einen Drop, noch ein gelber Drop. Junge, wie viele Drops sind die denn drin? Können die mal ein Artefakt geben? Das Ding ist, man muss sich da durchbauen, Izzy. Wie? Das ist versperrt und ich habe extra, warum auch immer, das war ein bisschen dumm, das war noch vom Kampf, meine Werkzeuge, du auch. Ich habe deine Sachen aufgesammelt, wir haben keine Werkzeuge jetzt, um hier durchzukommen, aber ich glaube, ich kann mich rüberschießen. Naja, ich kann mich durchschießen. Das ist ja mal krank. Sonst wäre ich nicht durchgekommen. Okay. Sind hier irgendwo Gegner? Ich sehe keine Gegner, aber hier ist Loot Crate.
ein Kanusattel, Fischmeat und eine Fuhrcap, aber keine Blueprint, auch keine besonders gute. Echt keine krassen Sachen. Also so viele Jobs auf einmal. Also die eine ist eine Rüstungsteil, was du hast, was aber auch kein Blueprint ist, aber ist ein gutes Rüstungsteil, das stimmt. Aber ansonsten, hier sind wieder Bären und sowas alles. Ja, ich glaube, da geht's weiter. Soll ich versuchen, dich zu holen, Izzy? Boah, dann musst du auf jeden Fall wieder viel schießen, ne? Ja. Meinst du, wir sind komplett in die falsche Richtung gelaufen und die Artefakte sind eigentlich ist bei rechts mir, und wir sind links? Also, es geht ja bei mir hier noch weiter. Da sind nur wieder viele Dinos und das würde ich irgendwie lieber zu zweit machen. Du meinst, du willst mich vorschicken, damit ich gepullovert werde? So wollte ich das nicht sagen. Ich weiß halt nicht. Kamen wir von da? Ja, oder? Wir kamen auch von da oben, so. Ich muss mal gucken, wo Izzy überhaupt ist. Also wie ich zu Izzy hinkomme, ohne dass da tausend andere Dinos sind. Und vor allem keine Pullover. Oh, lalalala! Ein Pullover, der echt aus der Seite kam. Okay, jetzt ruhig bleiben. Ich kann nichts machen, bis dieser Effekt nachlässt. Und dann muss ich mich einfach sofort an die Decke schießen. Hast du volles Leben gehabt? Ja, schon. Okay, bin oben. Ja, nice. Das ist der Move. Das ist der Move. Wirklich warten, bis du... Also eigentlich... Ich weiß, ich habe eigentlich keine bessere Rüstung. Zumindest keine krass bessere Rüstung als du. Einfach dann warten. Ja, ich habe mich zu oft am Anfang dafür entschieden, gegen die zu schießen. Hat auch nur einmal geklappt, deswegen, ich glaube, das ist nicht der beste Move. Aber also ich bin wirklich auch langsam vorwärts gegangen. Klar, hier sind jetzt wieder andere Dinos. Ich frage mich, ob ich mich hier in diese Höhle so hochschießen kann. Ohne, dass die mich... Ich bin fast bei dir. Ne? Ich komme jetzt ja gerade in deine Richtung. Ja, okay. Okay, hier bin ich. Nicht mehr weit weg von dir. Und hier ist eigentlich immer noch fast alles tot. Keine Ahnung. Aber da hinten in der Ecke war auch nicht viel. Ja, hier war so der Bereich, ne, wo recht... Junge. Kein Schuss getroffen angeblich, aber der ist komplett rot geworden durch den Schuss. Aber arg. So, Yeti down. Jetzt noch Monsieur Polar Bear nochmal down machen. Ich glaube, die haben auch so eine dichte, die halten viele Schüsse aus einfach, glaube ich auch. Wer? Die Tiere hier, weil die so einen dicken Pelz haben oder so. Also, ja, die haben halt irgendwo viel Leben einfach. Und das auch, aber wir machen weniger Schaden auch, zusätzlich noch. Gott, wo bist du? War ich hier schon? Am Eingang halt. Achtung, hier sind ganz viele, direkt unter mir sind ganz viele, ne? Ja, ja. Du siehst meinen Namen ja, ne? Ja. Wenn du hier um die Ecke kommst, ist es vorbei. Okay. Ah, da bist du doch, Izzy! Hallo, Moin. Jetzt hängen wir wieder zusammen! Hey, cool, bisschen abhängen. Ein bisschen abhängen. Du bist doch direkt getriggert worden. Ja, aber nur von ein paar hier, ne? Guck mal, die können wir doch jetzt schnell töten. Ja, ich kann gar nichts machen. Das stimmt, aber ich kann dir gleich Sachen geben. Ich glaube, das war schon gut, jetzt kurz zurückzukommen. Okay, ich komme zu dir. Ja. Dieses Band, ne? Aber es ist wichtig, dass wir uns anbehalten, glaube ich. Ich komme einmal hier aufs Eis um die Ecke. So. Okay, hier kann ich einmal droppen. Also, Herr Doppelzitz. Ich will meine Sachen wieder. Ja, kriegen Sie doch, kriegen Sie doch. Jetzt habe ich natürlich zwei Crossbows, ne? Ja, ist ja gut. Kannst du auf einen mitnehmen, nämlich mit Pfeilen schießen. Das ist schon sehr stark. Ja. Also... Leute, was für eine kranke Höhle. Wir haben sie immer noch nicht geschafft. Das ist schon lange her, dass wir über eine ganze Folge für eine Höhle gebraucht haben. Aber morgen geht's weiter, 14 Uhr auf dem Kanal von Izzy. Wir haben es geschafft, wir haben alle Sachen zurück. Wir sind wieder zusammen und wir haben schon viele Jobs geholt. Also ich glaube, das wird was hier, Leute. Die letzte Höhle wird schwierig, aber wir machen sie. Bis morgen, 14 Uhr, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Tschüss.